Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Reforged Eden. Ich bin Tolagild und will einfach nur spielen, dementsprechend heute Reforged Eden. Und wenn ihr mal guckt, ich hoffe, die Kamera springt jetzt auch richtig um. Ja. So. Wir sind angekommen. Wo? Mitten im Nichts? Nein, da hinten schwach erkennbar. Moment, das ist mir doch etwas zu hell. Sekunde. So, wenn ich das UI auch wieder einblende. Wir stehen vorm Ancient Warp Drive Gate. So, da sind wir. Direkt vorm Gate. Und neben mir ist Swisty. Und Wulle. Und ich würde sagen, wir haben, glaube ich, alle unsere Schutzanzüge an mit den Transportation Boots drin. Ein bisschen Kraftstoff, ein bisschen Pentaxid dabei. Ja, und dann schauen wir mal, das geht aus der Nähe an, würde ich sagen. Ich fliege mal vorsichtig drauf zu. Mal gucken, ob mein Schiff gleich in Flammen aufgeht. Also, ich bin angekommen. Ich drifte gerade ein bisschen weg, warum auch immer. Bremse ist an, ja. Ihr seht das, was ich sehe, ne? Ich lasse mein Schiff jetzt erstmal so stehen. So. Ja, ich mache mal die Schubdüsen aus. Oh, ist das ein Trümmer. So, wir waren ja schon mal hier am Gate damals, um uns den Auftrag abzuholen. Und jetzt habe ich hier, wenn ich denn dran käme, wo ist die Öffnung? Hier ist eine Öffnung. Komme ich hier durch? Ja. So. Also, drücke F, um mit Progenitor Interface zu sprechen. Ich sehe es. Warum macht's das? Jetzt nicht mehr. Bist du vielleicht zu nah an der Station gewesen? Weil mich hat's da gerade auch weggedrückt, als ich zu nah dran war. Ja. Ich bin schon in dem Ding drin. Soll ich drücken? Wollt ihr noch dazukommen? Ja, aber erstmal das Ding aktivieren. Hier, wo ich stehe, du bist gerade an mir vorbeigeflogen. Dann der Moment der Wahrheit. In 3, 2, 1. Ja, ich drücke ja schon. Activate the Ancient Warp Gate. The ancient warp gate hums with power and appears configured for personal travel. Stepping through the portal should teleport you to the decay star dust. Meins! Wieso schießt mein Schiff? Geschütze aus. So, meine Geschütze sind aus. Holy sorry. Wow. Das sieht ja geil aus. Tschum. Tschum. Are you ready?
Dann gehe ich mal durch. Ja, immer der Server-Owner, ne? Bin durch. A message will appear momentarily. You have arrived in a star cluster known as Decay. The area of space is work in progress and not complete yet. Feel free to explore it, but you will have to bring resources with you through the warp gate. You will need your progenitor translation key created by the UCH research vessel. Also, you're being watched. Okay. Location: Decay Star Cluster. Difficulty: Hard. The cluster is full of ancient and dead stars. Too far for a standard communication. You will need to establish a communication relay to make contact with the UCH command. Establish a small space station near the ancient warp gate on the Decay side of the Decay Andromeda gate to act as a communication relay. You first need to place down a base starter block and add the following: generator, fuel tank, antenna. You will need to bring resources with you through the gates. Okay. Das heißt, ich kann quasi. Ja. So. Kurzer Blick ins Inventar. Da sind 5 Progenitor Technology Fragments angekommen. So, die Herren. Ich habe übrigens meine Kerne noch nicht dabei. Nur so vor der Info. Also, dann erzeuge ich jetzt mal meine CV3 ohne Kerne. Flieg schnell ran. Guck, dass sie aus ist. Power off. 18%. Sie ist sogar noch innerhalb der CPU. Ich mache jetzt mal mein Inventar leer. Bis auf den Key. Dass ich wirklich so leicht wie möglich bin. Dann gehe ich jetzt noch mal durch. Ja, und es geht nur von einer Seite durch das Portal. Ich bin gerade falsch rum reingeflogen. Das wollte mich nicht durchlassen. Natürlich ist die Dicke nicht in Reichweite. Nein, ich bin versehentlich nochmal ins Portal gegangen. Ich habe mich gedreht. Ich gehe jetzt mal kurz an meinen Constructor.
Schalte den ein, sage Basis und sage Blöcke. Also wir brauchen einen Basis-Starter. Wo ist denn der Block dazu? Bin ich jetzt ganz blind geworden. Achso, der ist nicht bei Basis, der ist generell bei Blöcken. Also Basis-Starter-Block. Dann kann ich auf Basis gehen. Und dann brauche ich einen Generator. Komm, zeig mir den kleinen Generator klein. Ne? Fuel Tank. Wieso sehe ich den nicht? Weil er unter Treibstofftank steht. Okay. Was hat er noch gesagt, was ich brauche? Eine Antenne, ne? Ja, korrekt. Baue ich. Also ein Treibstofftank für großes Raumschiff Basis. Ich kann mit einmal nur einen Kern mitnehmen. Oh, das wird lustig. Ja, also Generator, Treibstofftank, dann Starterblock und wo ist die Antenne? Noch nicht fertig. Doch. Da ist die Antenne. So, das habe ich. Und falls sich die Zuschauer jetzt wundern, warum ich hier jetzt noch drei Translation Matrixen mit habe. Wir hatten heute ein Problem im Server, das dazu geführt hat, dass wir Items verloren haben, nämlich genau diese. Problem ist inzwischen gelöst. Im Endeffekt war es ein Upgrade, was ich kaufen musste, womit der Server jetzt abgegradet ist von 6 Gig auf 14 GB Arbeitsspeicher. Weil der liebe Server-Provider ein bisschen was geändert hat. Vorher waren es unlimited. Wir waren auch schon bei 10, 11 GB. Und mit einem Mal seit heute Mittag, ja, immer wieder sind wir gekickt worden. Von 14 Uhr bis, was waren's, 22 Uhr war ich mit dem Support dran, bis dann klar war, ja, geht halt so nicht mehr. Logik-Servers, falls einer fragt. So. Also, ich... Ja, ich mach das jetzt gerade mal. Ja, hast du die Aufgabe gekriegt? So, ich gehe aber so ein bisschen weg von dem Tor. Incoming transmission. Hello. Can you hear me? We've boosted the signal and it glow. Ah, you made it to the decay. What happened? You believe UCA is asking to investigate the decay star cluster to find out what happens to the progenitors. You will likely also need a progenitor translation key from the UCA's research vessel. UCH command has asked you to investigate. You should find a progenitor interface on one of the planets. You also need a translation key from a UCH research vessel if you don't have one already. Okay. Du könntest ja mal ausprobieren, wenn du meinen Block jetzt da abbaust, weil der Quest ist ja durch. Ich setze den gerade eben auf LOS.
Ja, dann haben wir hier nicht tausend von den Dingern rumstehen, ne? Dachte ich. Wo sind die jetzt hin? Ja. So ist jetzt auf LOS gestellt. Lost in Space? Ich bin gerade auf Grün. Ja. Ja, und du brauchst den Basis-Data-Block. Ja. So, und ich wollte jetzt gerne aus meiner Outbox anfangen, die Kerne rüberzutragen. Ja, dann hüpfe ich jetzt mal ein paar Mal hin und her. So, liebe Zuschauer, ihr habt jetzt kurz Pause, weil ich glaube, ihr wollt jetzt nicht sehen, wie ich hier 17 Mal hin und her springe und 17 Mal die Kerne einfach nur in das Schiff reinlege. 7 Mal, nicht 17. Das wäre doch was. Ja, und natürlich habe ich das zu weit weg gespawnt. Ich kann sie aber nicht näher ranholen. Oh, geil. So, dann bis nachher. So, nach zahllosen Sprüngen bin ich jetzt in meiner CV3 und in der Inbox liegen jetzt die 7 Kerne. Mache ich mich jetzt mal auf den Weg in den Raum der Räume. Riecht alles so neu hier drin. Tada! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal dahin, 7. Jetzt, P-Menü. 100% CPU, das heißt, ich kann jetzt tatsächlich alles einschalten. Nein, Schild brauche ich noch nicht. Ich kann die Scheinwerfer anmachen. Das Licht ist an. Ja! Treibstoff 3%. Dann verwalten wir das jetzt mal. Verwalten. Inbox. Ich habe jetzt 272 Doppelzellen rübergebracht. Und das ist nix. Doch 13%. Das wäre es jetzt noch gewesen. 14%. Pentaxid schmeiße ich jetzt auch rüber. Sehr gut. Dann brauchen wir noch den sauren Stoff. Bisschen Sauerstoff. 65%. Yes. Jetzt kann ich auch das Jetpack ausmachen. Die Türen öffnen sich. Ja. Die Crew hat nicht mehr diese Glubschaugen. So. Dann haben wir ja als nächstes die Blackbird im Angebot. Da ist sie ja. Die Blackbird. Verwalten. Mit Kraftstoff. Etwas Kraftstoff rein. Penta rein. Soll ja auch was vom Leben haben, ne? So, damit wäre das auch erledigt. Damit wäre sie flugfertig, flugfähig. Was ich mir aber drüben noch holen muss,
Erstmal möchte ich die gerne landen und verankern. Und wichtig auch alles auf Fraktionen umstellen. Power on. Power off. Damit ist die schon mal gelandet und gedockt. Und die CV3. Jetzt könnte ich mal ein bisschen näher an das Portal, dass ich nicht dauernd hier hin und her fliegen muss. So, wäre das auch erledigt. Schubdüsen aus. Und einmal aussteigen. Die Luke kann wieder zu. Und jetzt drücken wir mal M. Und sehen nichts. Ich sehe immer noch nichts. Sehe einen einzelnen Punkt. Ha! Ach du schöner Tag. Also ich sehe Beacons, 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 Beacons und ganz viel D2. Und wenn wir jetzt mal bis zum letzten Beacon gehen, dann sind das alleine schon 67 Lichtjahre. Und von da aus... Ja, was nehmen wir denn? Sato Mosch, Kap Homnir, Jen, Etromau, sie kann ich nicht aussprechen. Ja, dann gucken wir doch mal, was da an Welten sind, wo wir uns dann für den Anfang niederlassen. Aber noch nicht, weil ich gehe jetzt erstmal weiter Zeug rüberbringen. Juhu! So. Was brauchen wir denn alles? Also, ich würde sagen, Pentak brauchen wir. Irgendwas sollte ich an Bewaffnung vielleicht auch mitnehmen. Treibstoff. Ich muss gleich mal gucken, was ich da alles an Waffen drauf habe, weil ich befürchte, das, was ich an Waffen habe, das kann ich quasi hinwerfen. Und zwar stückchensweise. Ja, so 2, 3 oder 4 Stück. Außer für die Blackbird, weil die Blackbird müsste ja die Laser haben. Tipp A, Laserladung. Also wenn ich sehe, ich kann 23 Flakgeschosse jetzt noch mitnehmen. Beim SV habe ich gerade eingepackt die Laser. Dann ein bisschen von dem... Moment, richtige Schiff auswählen. Die Blackbird Container Controller Munition. Also Railgun Kugeln schmeiße ich rein, 15 mm und Tipp A Laser. Zwar nicht viel, ein bisschen was hat sie jetzt drin, die Blackbird. Und Ammo Bay 3 bekommt jetzt schon mal 23 Flak. Die Waffen waren ausgeschaltet, ne? Nicht, dass wir wieder ein Déjà-vu haben. Sind ausgeschaltet. Ja, jetzt sind sie ausgeschaltet.
Ja. Also für die Kleine nehme ich jetzt ein bisschen mehr Waffen mit, weil die Große ja die Lasers drauf hat. Ein interner Fehler ist aufgetreten. Ja, du mich auch. Solange ich noch im Spiel bin, ist mir das gerade gleich. Ich weiß, ich nehme gerade auch Sachen mit, die die Kleine nicht braucht, die das andere Schiff hatte, aber ja, habe ich jetzt zu spät gemerkt. Und ja, 100 Tipp-A-Laserzellen sollten doch für den Anfang reichen, ne? Das Problem ist, wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Also entweder ist es total übertrieben, was wir hier machen, oder wir haben hoffnungslos zu wenig dabei. Oh mein Gott. Ammo Bay 1. Das sind Cruise Missiles. Davon kann ich 6 Stück mitnehmen. Das macht also gar keinen Sinn. Multitool wollte ich noch mitnehmen. Crew brauche ich nicht. Ja, ich nehme gerade noch 2, 3 Ladungen Treibstoff mit, wenn Sie gestatten. Juckt sie in den Fingern. Jawohl. Sag ihr, sie soll das lassen. Gut, dann unterbreche ich mal kurz die Aufnahme und melde mich wieder, wenn es losgeht. Bis gleich. So, dann sage ich, weiter geht's. Wir sind ausgerüstet. Ansatzweise. Hoffentlich. Schauen wir einfach mal, was draus wird. Wir haben uns ein System ausgesucht. Jenny heißt es. Und ja, ich würde sagen, Gentlemen, start your engine. Sprung in 3, 2, 1, go! Ich habe Angst. So, Waffen ausfahren. Ich bin immer noch im Hyperraum. So. Ja. Jo. Also, Jenny hat Alpha und Idem. Alpha ist ein Decayed Desert und Idem ist ein Decayed Lava. Der Mond ist ein Barren Moon und der zweite ist, wenn ich das richtig sehe, auch ein Barren. Also, kreative Vorschläge.
negativ. Dann würde ich Ala Sieve vorschlagen. Ja. Alasive. 12 Lichtjahre. Ich springe gerade. Wartet noch, bevor ihr springt. So, hier haben wir schon etwas mehr. Hier haben wir GVI. Decayed Desert. Dann haben wir einen mit einem Lava, Sandy Barren, Methan und Barren Mond. Und einen mit einem Volcanic Moon, Decayed Desert, Decayed Desert, Eis, Eis und Snow. Also, ich sehe Temperatur mit Strahlung 0,8. O2, nein, 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 nein. Nein. Auf denen auch alles mit Nein beantwortet. Also, das System ist für den Arsch. Ich versuche mal Satomosch. Müssen wir jetzt nicht alle immer auf den gleichen springen. Ich springe nach Satomosch. Das klingt vielversprechend. Der Name finde ich gut. Satomosch hat einen Decayed Desert Modus PvE O2-Gehalt, ja. Hat eine Schwerkraft von 1,03, Strahlung 13,7. Hat aber nicht viele Rohstoffe. A barren, lifeless world once inhabited by a civilization known as the Progenitors. Dann haben wir einen kleinen Mond da dran. Schwierigkeitsgrad extrem. Zirak Resource Survey in Progress. Nein! 2,6 Strahlung, 0,9 G, atembar. Und einer Easy Sandy Barren Moon Klein ohne Sauerstoff. Und dann haben wir noch einen großen Planeten, wo man selber auf dem Planeten ja wieder nicht kann. Da gucke ich aber erst, ob es irgendwo Sauerstoff hat. Nein, alle keinen Sauerstoff. Und ein Icefield. Ja, der Satomosch, der Decay Desert mit 1,03 und Strahlung 13,7. Und er hat an Ressourcen, die mir hier angezeigt werden, Eisen, Silizium, Kupfer und Neodymium. Also das ist das, was von außen angezeigt wird. Mittelgroß. Ich glaube, hier gibt es eh nur die Kate und ähnliches, ne? Ja, Sauerstoff hat er. 6,87. Atembar, ja. Also, weiter gucken. Wo gehst du hin? Ich gehe nach Tsitsiaklat.
Ja. Die Cate Desert klein, Schwierigkeit extrem, atembar, ja. Auch wieder nur die 4. Das ist noch bescheidener. Ich gehe nach Etromoa. Sorry. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen. Kann ich mir auch merken. Etro. Also, hier hätten wir die Cate Desert klein, nicht atembar. Xirax Resource Survey in Progress. Strahlung 2,4, 0,7 G. O2, ja. Und der hat auch noch. Was ist denn das? Achso, ist der Hauptplan. Ist das der Hauptplanet? Nein, das ist einer von den Monden. Aber die sind alle klein. Ja, Moment, hier sind noch ein paar mehr. Der ist. Kann ich das denn kippen, dass ich das besser lesen kann? Also wir haben den Yatui-Mond. Das ist der erste. Mit der Xirax-Survey. Und dann haben wir noch zwei weitere. Aber nicht atembar, nicht atembar, nicht atembar, weil toxisch. Moment. Hier sind einige atembare. Strahlung 2,4, klein mit der Xirax. 2,4 war da die Strahlung. Ja. Aber wie gesagt, der ist klein und ich möchte eigentlich nicht einen kleinen Planeten haben. Aber der hat halt jede Menge andere da und ich weiß nicht, was das mit dem Xirax soll. Ich guck gerade nebenan. Was hängt da jetzt neben mir? Wer ist das? Ich sehe mich auf einmal. Entschuldigung. Was ist das für ein Schiff da neben mir? Das sieht aus wie eins von meinen Schiffen. Moment mal, ich muss gerade in den Hangar. Irgendwas stinkt hier gerade. Das sieht aus wie eine lila Blackbird. Ja, rate, was in meinem Hangar fehlt. Ich muss mal gerade reloggen. So, dank dem Relog ist mein Schiff wieder da, wo es hin muss. Und wir suchen fleißig weiter.
Also Wunsch ist mittel bis großer Planet mit Sauerstoffatmosphäre und möglichst so wenig Strahlung, dass man nicht direkt das Leuchten im Gesicht hat. Kurz zusammengefasst. Und was sehe ich hier? Ich sehe hier einen großen Decay Lava. Nicht atembar. Dambopra. Atembar. 12,3 Strahlung. Und ansonsten Monde, die auch nicht wirklich atembar sind. Dass das so schwierig wird, einen Planeten zu finden, das kann doch nicht sein. Kein Wunder, dass von denen nichts mehr lebt, hoffe ich. Und wenn sie leben, dann sind sie wahrscheinlich total pissig. Oh mein Gott, der Tod ist da. Du hast die Dysons 4 gefunden. Ich fliege nach Araba. Gut, dass wir so viel Penta mitgenommen haben. Phenatra Alpha war noch keiner von euch, ne? Nein, 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 nein. Was kann der? Was hat der? Oh, ich glaube, ich habe hier was. Moment mal gerade. Weil hier ist ganz viel. Hier ist richtig, richtig viel drin. Also, kleinen Moment. Planet, Decayed Lava. Das ist Nummer 1. Direkt daneben, Decayed Desert. Auch nicht atembar. Dann hat's drei Planeten, die man nicht anfliegen kann, mit jeweils sechs Monden. Klein, 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 mittel, atembar, nein. Mittel, Klasse Eis.
Was? Hat sich das gerade erledigt. Aber wir können uns das System vielleicht mal merken, weil hier gibt es richtig viele Planeten. Malfa Delta. Das klingt nach einem neuen Zuhause. Moment, ich mach mal kurz die Aufnahme auf Pause. So. Was ist mit diesen komischen Grünen? Habt ihr euch die mal angeguckt? Weil alles, was ich gerade anfliege, ist so weißlich. Und vorne am Eingang habe ich noch irgendwie zwei, drei Grüne gesehen. Entschuldigung. So, jetzt. Mob, Decayed Lava, nicht atembar. Moon, 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 Moon. Und der Hauptplanet ist nicht anfliegbar. Mhm. Und da ist noch irgendwo versteckt. Wie komme ich denn daran? Hier ist Moon Ideos. Hallo. Mittel wieder nicht atembar. Oh Gott, das will. Also. Ich glaube, das, was wir suchen, gibt es da gar nicht. So. Ja. Decayed Desert, Größe, Mittel 0,9 Gravos, 10,5 Strahlung. Und atembar. Ja. Und ein Jungle Moon daneben. Moment mal. Halt! Der Jungle Moon ist Mittel 0,8 Gravo, Schwierigkeit extrem. O2-Gehalt 31,8.
Ein atembarer Mond, der Dschungel ist? Sage ich euch nicht, viel Spaß. Gorgodo Alpha. Gorgodo Alpha. Weil viel weiter kann ich nämlich auch nicht mehr springen. Voll die Begeisterung. Ich warte auf euch, bevor ich zu euch den Alpha nenne, welchen Moon. Aber das werdet ihr eh sehen. Ja, und Eis. Und hier gibt es auch Satium. Titan. Ja. Der mit der Aufnahme. Aber erst bei der nächsten Aufnahme. 52 Minuten sind rum. Ich sage danke fürs Zusehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut wieder rein. Und wer noch nicht hat, lasst ein Abo da. Und ja, viel Spaß. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke euch zwei fürs Helfen.